Hallo und willkommen bei TLM Thorsten und Linus Modellbahn. Heute möchte ich mit euch eine Lokomotive für unsere Anlage vorbereiten und dazu möchte ich euch ganz gerne zeigen, welche Schritte notwendig sind, um die digitale Lokadresse zu programmieren, um die Funktionen, die die Lokomotive hat, ins Digipad zu bringen. Wir möchten gerne die Geschwindigkeitskennlinie über den Rollenprüfstand einmessen und wir möchten dann natürlich auch eine kurze Probefahrt machen. Und welche Schritte dazu alle nötig sind und in welche Tricks wir dazu anwenden müssen, nach dem Intro zeigen wir das. So, ich möchte euch heute ganz gerne die Neuanlage einer neuen Lokomotive, in dem Fall hier eine Märklin-Lokomotive, ein Diesel-Vectron Baureihe 247 in Herstellerlackierung, den möchten wir ganz gerne auf der Anlage fahren. Und in der Konstellation, wie wir das hier betreiben, mit dem Steuerungsprogramm Windigipad 2015 in der Premium-Edition, warum das wichtig ist, hat was damit zu tun, welche Funktionalitäten in diesem Programm sind. Und die TAMS Master Control, da gibt es einige Sachen, die da zu beachten sind, damit das funktioniert. Ein ganz gravierendes Thema ist dabei, dass die TAMS zum Beispiel kein originäres MFX-Protokoll kann. Zum Glück können jetzt mittlerweile die Märklin-Lokomotiven auch DCC, das heißt, die haben jetzt mittlerweile alle einen Multiprotokoll-Decoder verbaut oder ein Großteil der Lokomotiven hat einen Multiprotokoll-Decoder verbaut, der also auch DCC-fähig ist. Das erleichtert uns hier das Leben ungemein, weil wir uns irgendwann auf Basis der Konstellation, wie gerade gesagt, entschieden haben, hier die Lokomotiven mit DCC zu fahren. Ältere Märklin-Modelle, da muss man schon mal ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Das ist noch ein anderes Thema. Aber letztendlich, ich stelle das mal wieder eben hier weg, letztendlich gibt es dafür auch Lösungen. Und um euch aber zu zeigen, wie wir es jetzt mit der Lokomotive hier hinkriegen, dazu habe ich hier schon mal Windigipad gestartet und dann gehen wir jetzt einfach mal an den Rechner. So, jetzt sind wir hier auf dem Rechner und um die Lokomotive hier neu anzulegen, müssen wir hier auf Lokomotive neu anlegen, auf die Fahrzeugdatenbank und dann können wir jetzt hier entsprechend eine neue Lokomotive anlegen. Das macht man dann hier über dieses Icon, neue Lokomotive erfassen. Jawohl, möchten wir. So, und wir sagen jetzt hier einfach Diesel-Lokomotive weg. Das kann man natürlich alles daher noch wieder mal ändern, das ist nicht das Problem. Aber dann hat man das hier schon mal eingegeben. Das ist eine Baureihe 247. Die Epoche ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Epoche 6. Das ist natürlich hier eine Diesellokomotive, ein Wagentyp. Sagen wir einfach Güter. Ist nicht so schlimm. Einzelfahrzeug. So, und jetzt geht es darum, Länge des Fahrzeugs über Puffer. Okay, gucken wir uns mal an. Und dann nehme ich jetzt hier meinen Zollstock und messe das einfach mal. Und dann sagt mir der Zollstock 23 cm. Okay. 2, 3. Diese Informationen sind dann hinterher wichtig, wenn es darum geht, mit der Lokomotive nämlich ziemlich passgenau auf der Anlage zu halten. Dann wird es nämlich schon wichtig, wo sind die ersten Räder, und das sieht man vielleicht hier, die keinen Haftreifen haben im Abstand zur Kupplung. Da muss man das dann nämlich entsprechend ausmessen. Und das tun wir jetzt hier mal und dann liegt das bei 4,5 cm auf der einen und auf der anderen Seite auch. Das ist schön. Dann können wir das entsprechend eintragen. Dann machen wir das auch mal eben. So, stelle ich das mal wieder vernünftig hier drauf. So, dann haben wir hier 4,5 und auf der anderen Seite auch 4,5. So, dann können wir jetzt hier noch ein Bild entsprechend eingeben. Und da war ich schon mal fleißig, habe nämlich auch ein Bild geholt. Dann gehen wir hier auf Rollmaterial, Märklin und wir sind hier bei der
Schumdidumdidum. Hier sind wir bei 36.290. Hier gibt es ein Bild, das nehmen wir. Und genau, das sagen wir jetzt einfach übernehmen. Und dann sieht das nämlich so aus. Macht schon etwas mehr her. So, zwischendurch speichern wir einfach mal, spaßeshalber, damit uns keine Daten verloren gehen. Fahrzeugdecoder. So, üblicherweise, und da kommen wir wieder auf den Punkt, möchte ich ganz gerne hier DCC 128 fahren. Und laut Märklin ist die DCC-Adresse nämlich die 3. So, gesteuert wird das vom Digitalsystem von TAMS. Und was hier schon mal eingetragen ist, ist die Spitzenbeleuchtung. Und hier kann man jetzt natürlich noch weitere Funktionen hinzugeben. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Dafür gehe ich jetzt mal eben hier auf meine zweite Seite, wo wir nämlich die Geräusche entsprechend oder beziehungsweise auch die Funktionen der Lokomotive eingeben können. So, und WinDigiPad gibt jetzt hier die Möglichkeit, dass man sich hier Sachen aussucht. So, und bei der F01 sagt mir Märklin, das ist ein Geräuschpuffer an Puffer. Also sage ich, das ist einfach ein Soundtaster. Heißt also, ich könnte jetzt hier irgendwas mit Puffer, haben wir hier irgendwie Pufferschläge, Pufferstoß. Oh, machen wir Pufferstoß. Hört sich ganz vernünftig an. So, die F02. Die F02 sagt er hier ist Betriebsgeräusch. Heißt, das wäre für mich der Motor. Gehen wir jetzt einfach mal Motor ein. Und zwar Motor. Also machen wir hier Soundtaster. Und dann müssen wir hier mal schauen, wo haben wir denn jetzt hier den Motor? Da habe ich ihn doch gerade gesehen. Warum ist er denn hier bei P? Motor. Und das ist kein Soundtaster. Entschuldigung, das ist ein Schalter, weil den will ich ja an- und ausmachen. So, ich mache jetzt hier nicht alle Funktionen. Ich glaube, hier gibt es insgesamt 15 oder 16 Funktionen. Um das hier nicht ausarten zu lassen, mache ich nur mal die wichtigsten. Wir machen jetzt nochmal Signalhorn. Das ist ja auch immer ganz nett. F03, das ist dann ein Soundtaster. Und hier, wenn ich jetzt hier wieder eingebe, ein S, dann kommen wir hier irgendwann auch bei einem Signalhorn raus. So, wenn man das nicht zu weit macht, dann geht es auch. So, der kann nämlich nur den ersten Buchstaben. Das ist ein bisschen blöd, macht aber nichts. Oh, ich sehe schon, das funktioniert heute so richtig gut. Nee, da muss ich H wie Horn eingeben, dann wird es nämlich auch besser. So, dann nehmen wir einfach Horn. Kaum macht man es richtig, schon klappt es auch. Übernehmen, so, sehr schön. Wir können jetzt Ansfahrverzögerung, Bremsen quietschen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir belassen das jetzt erstmal dabei. Den Rest, den mache ich Stück für Stück, kommt jetzt auch gar nicht drauf an. Wichtig ist, dass Licht angeht, dass das Motorgeräusch angeht. Und das, was ich sonst so sehe, sind hier noch Möglichkeiten, dass man die Führerstandsbeleuchtung oder beziehungsweise Stirnlicht jeweils ausschalten kann. Alles gut, passt zu der Lok, aber okay. So, dann gehen wir mal rüber zum dem Thema Eigenschaften. Das ist etwas, da kommen wir dann nachher nochmal zu, oder beziehungsweise zu den Fahreigenschaften. Da geht es nämlich dann auch um das Thema Lok einmessen. Funktionsdecoder haben wir nicht. Wartungs- und Zugerkennung, das ist für die, da kann man die Gesamtstunden eingeben fürs Wartungsintervall. Das heißt also, wenn die Lok 600 Stunden oder 600 Minuten gelaufen ist, dann ist die hier gelb, so wie hier unten bei der 215 sieht man es hier. Das heißt also, da wird empfohlen, eine Wartung zu machen. So. Also, jetzt haben wir erstmal soweit eigentlich alles eingegeben. Decoder-Text ist momentan auch noch nicht ganz so wichtig. Jetzt sagen wir einfach, wir speichern das. So, und dann können wir hier aus der Log-Datenbank können wir dann raus. Da sagen wir schließen. So. Und jetzt können wir uns hier anschauen, haben wir hier die Baureihe 247. Und zwar haben wir sie jetzt in der Anlage hier schon angelegt, wenn sie denn jetzt noch aufgeht. Ah, da ist sie. Okay. So, heißt also, wir haben jetzt hier schon mal die Baureihe entsprechend angelegt. Das, was wir jetzt noch machen, ist, dass wir erstmal den Fahrzeugdecoder programmieren. Heißt also, wir haben ja momentan immer noch die Adresse 3 im Decoder stehen. Und wir möchten ja jetzt eine andere Adresse haben. Ich habe mir schon mal eine rausgesucht bei mir, was noch so frei ist. Wir würden also die Adresse 29 nehmen. Und dann fangen wir jetzt erstmal damit an. Also wir sehen jetzt hier, die Decoder-Programmierung kann ich hier über WinDigiPad machen.
Jetzt sagt er mir hier schon Baureihe 247. Was ich jetzt allerdings noch sagen muss und was WinDigiPad jetzt hier noch nicht weiß, ist, dass welche Decoder-Vorlage wir jetzt dafür nehmen. So, und dafür gehen wir hier oben auf den Ordner und gucken uns jetzt hier die vorhandenen Decoder-Vorlagen an. Und da gehen wir jetzt einfach mal auf Märklin und wir gehen auf Märklin DCC. So, und da gehen wir auf einen Sounddecoder. Und da wir nicht wissen, welcher Sounddecoder hier wirklich verbaut ist und ob das einer von denen ist, gehen wir einfach auf den generellen MSD3, DCC, WinDigiPad sollte passen. So, sagen okay. Und das, was jetzt hier passiert, ist, dass der Decoder entsprechend hier angelegt wird und er mich fragt, ob die Decoderbezeichnung MSD3 in die Fahrzeugdatenbank übernommen werden soll. Und da sage ich ja, weil den haben wir ja gerade nicht eingegeben. So, sage ich einfach ja und damit ist er dann da auch drin. So, und jetzt sehen wir hier auch schon, das hat sich hier oben alles verändert. Das heißt also, wir sehen hier, ich habe jetzt die Möglichkeiten im Programmiergleis etwas zu lesen, aus dem Hauptgleis zu lesen und so weiter und so fort. Ich kann den Decoderhersteller hier ermitteln, das können wir einfach mal spaßeshalber machen. Wir stehen auf dem Programmiergleis, ich drücke hier einfach mal Yo und dann sehen wir mal, was da rauskommt. Das ist die 131 und er sagt, das ist Trix Modelleisenbahn. Okay, passt. Gut, jetzt nehmen wir den mal weg, der stört uns sonst hier nur. Heißt also, wir haben jetzt die Möglichkeit Grunddaten. Und jetzt sehen wir schon hier, wenn man die Grunddaten mal aufmacht, was es hier alles an verschiedenen CV-Werten gibt. Wir müssen hier nicht alles machen. Wir müssen ein, zwei Sachen machen. Zum Beispiel das Thema Logadresse. Da steht jetzt Standard 3, aber eigentlich haben wir ja noch gar nicht ausgelesen, sondern jetzt sagen wir einfach mal, wir möchten das aus dem Programmiergleis auslesen. So. So, und jetzt macht er was. Das klackert auch so komisch im Hintergrund. So. Und wir sehen hier unten, er liest jetzt hier die CV-Werte, die jetzt dafür relevant sind. Und er sagt also, bei der Logadresse haben wir den Wert 3, das ist eine kurze Adresse. So, und wir möchten jetzt ganz gerne auf die Logadresse 29 ändern. So, und deswegen geben wir hier jetzt einfach den Wert 29 ein und sagen dann hier, schreibe mir aufs Programmiergleis. So, so, jetzt tut er wieder was im Hintergrund. Er schreibt den CV-Wert hier entsprechend. Wollen Sie das in die Fahrzeugdatenbank übernehmen? Ja, möchte ich natürlich. Macht ja Sinn. Ne? Bringt ja nichts, wenn ich hier sage, Adresse 29 und in der Fahrzeugbank steht weiterhin die 3. Also ja, möchte ich übernehmen. So, und dann ist das gut. So, was wir jetzt machen können ist, gehe jetzt einfach mal hier drauf, gehe hier drauf und sage einfach mal, ich möchte noch mal auslesen, ob das auch stimmt, was wir da gemacht haben. Ne? So, und tatsächlich, er liest die Adresse 29 aus. Das ist sehr schön. Damit ist das schon mal gut. Jetzt könnten wir prinzipiell die Lokomotive nehmen und könnten sie auf die Anlage bzw. auf den Rollenprüfstand stellen. Aber jetzt kommt wieder noch eine Besonderheit bei dem ganzen Thema MFX und unsere Konstellation hier mit der TAMS-Zentrale. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, die TAMS-Zentrale kann kein originäres MFX, die kann ein nachgebildetes Protokoll, nennt sich M3. Das heißt, damit kann man auch Märklin MFX Lokomotiven ansteuern, die kein DCC-Protokoll bedienen. Wenn man also nicht auf MM2 oder irgendwie was gehen möchte, also nicht auf Märklin Motorola Protokoll fahren möchte. Da ich das brauche auf meiner Anlage, da ich Lokomotiven habe, die definitiv so fahren müssen, kann ich also dieses Protokoll nicht abschalten und kann der TAMS-Zentrale sagen, fahr rein mit DCC. Also ich brauche diesen gemischten Betrieb. Wenn ich diesen gemischten Betrieb aber habe, macht die Lokomotive, die MFX-Lokomotiven, und da ist nicht nur Märklin, sondern zum Beispiel auch ESU hat da ein ähnliches Thema. Wenn die ein Multiprotokoll haben, das auch MFX beherrscht, dann ist MFX mehr oder weniger das treibende Protokoll. Das heißt, habe ich eine Anlage, wo MFX-Protokoll läuft, versuchen die immer das MFX zu nehmen, egal ob DCC zur Verfügung steht oder nicht. Das heißt, bei diesen Lokomotiven, und dazu gehört jetzt auch hier die, die wir hier haben, müssen wir das MFX-Protokoll ausstellen. Sonst wird das nichts. Ja? So, und das kann man machen, indem man den CV-Wert 50 ist das normalerweise. Ich meine, bei ESU ist das, bei ESU ist das auch 50. Bei Märklin, und da kann ich hier in die CV-Tabelle mal reinschauen, da haben wir das nämlich auch, das ist CV50 und da kann man dann nämlich eintragen, dass man Protokolle nicht haben möchte. Jetzt suchen wir einfach mal die 50, sondern mal gucken, wo wir das eingepackt haben. Nee, da wollte ich nicht hin, da auch nicht, da auch nicht, da wollten wir hin. Alternative Formate. So, dann öffnen wir das einfach mal
So, und da sehen wir ja schon hier, welcher Wert hier eingetragen ist. Standard ist 15 und ist auch 15 eingetragen. Das heißt, wir können analog AC fahren, wir können analog DC fahren, wir können FX Motorola fahren und wir haben MFX drin. DCC kann sich nicht selber deaktivieren, ist also immer drin. Das heißt, das, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen jetzt hier das Bit 3, MFX nehmen wir jetzt raus. Gut, und das schreiben wir jetzt in die Lokomotive. Das heißt, wir haben jetzt hier für die CV50, haben wir jetzt den Wert 7 geschrieben. Wir können das hier nochmal eben auslesen, ob das auch geklappt hat. So, und es sieht danach aus, hat geklappt. So, das nächste, was wir dann jetzt machen können, ist, wir speichern das, weil damit sind wir eigentlich in dem Lokprogrammer erstmal soweit fertig. Wir speichern das, machen den zu. So, und jetzt können wir mit der Lokomotive auf das Programmiergleis und das mache ich jetzt gleich und dann bin ich in einer Sekunde wieder bei euch. So, das, was ich jetzt in der Zwischenzeit gemacht habe, ist, ich habe die Lokomotive, wie ihr sehen könnt, auf den Rollenprüfstand gestellt und habe die Kameraperspektive gewechselt, weil es macht ja mehr Sinn, wenn ihr seht, was die Lokomotive tut, als was ich hier tue. Das, was wir eben noch machen müssen, ist, und das hatte ich gerade vergessen, wir müssen noch mal einmal in Richtung Fahrzeug bearbeiten, weil wir müssen das Fahrzeug nämlich noch mit der Zentrale bekannt machen. Das hatten wir bislang noch nicht. Das machen wir jetzt eben noch und da kommen wir hier auf der Einstiegsseite. Da gibt es hier nämlich diesen Knopf Fahrzeugdatenbaureihe Decodertyp in Zentrale aktualisieren. Den drücken wir und sagen, ja, möchten wir. Genau. So, das kann jetzt ein, zwei Sekunden dauern. Jetzt werden die Daten alle entsprechend übertragen. So, da sehen wir, da werden die ganzen Logdatensätze werden da entsprechend übertragen. Erfolgreich, jawohl, passt, machen wir zu. So, das, was wir jetzt sehen dürften, ist, wenn ich jetzt hier Licht anmache, dass, und tatsächlich, das tut es, dass bei der Lokomotive Licht angeht. Wir können Pufferstöße, Horn, Motorgeräusch, heißt, funktioniert. Sehr schön. So. Ich mache den Motor mal wieder aus. Und jetzt geht's los. Jetzt können wir das Fahrzeug einmessen. So. Jetzt geht hier ein separates Fenster auf. Und zwar zum Thema Geschwindigkeitsprofil vermessen. Und da sehen wir, wir haben einen Rollenprüfstand. Marion Zeller Max, das ist der Typ. Hier sehen wir wieder Informationen zu unserer Lokomotive. Und hier können wir jetzt die Messkurvenform entsprechend vorgeben. Hier gibt es eine 3-Punkt-Messung oder eine 15-Punkt-Messung. Ich würde mich jetzt in dem Zusammenhang hier auf die 3-Punkt-Messung mal beschränken. Eine 15-Punkt-Messung muss man sich immer angucken, je nachdem, wie die Kennlinie des Decoders nachher wirklich ist. Wenn die eher einen linearen Verlauf hat, dann kann man mit einer 3-Punkt-Messung kommt man damit klar. Wenn die eher einen gebogenen Verlauf hat, dann ist vielleicht eine 15-Punkt-Messung besser, aber dann kann man das ja durchaus auch nochmal anpassen. Also ich würde jetzt sagen, wir machen eine 3-Punkt-Messung. Wir machen den Messumfang machen wir komplett, weil wir haben die Lok ja noch gar nicht gemessen. Die Pause beim Wenden ist 15 Sekunden, das ist okay und die Messung soll 10 Sekunden laufen. Hier kann man verschiedene Zeiten angeben. Das hängt immer davon ab, wie lange die Lok benötigt, um von einer Fahrstufe in die nächste zu kommen. Wenn die also eine lange, ich sag mal, eine Anfahrverzögerung oder die langsam nur beschleunigt, dann sollte man hier die Zeiten entsprechend länger wählen. Üblicherweise komme ich eigentlich mit einer 10 Sekunden Messung aus. So, und jetzt können wir einfach hier Start sagen und dann geht das eigentlich auch schon los. So, und wie man hört, die Lok beschleunigt auch. Und damit das nicht zu langweilig wird, lassen wir das Ganze gleich einfach mal im Zeitraffer laufen.
jetzt geht's rückwärts. So, und das war es eigentlich auch schon. Die Lokomotive ist eingemessen. Was wir hier allerdings sehen, ist, dass die Geschwindigkeit mit hier 72 und hier, glaube ich, 56 nicht wirklich dem entspricht, was man eigentlich annehmen müsste. Das müssten wir nochmal kontrollieren und das kann man dann natürlich in einem separaten Schritt über eine CV-Programmierung kann man die Geschwindigkeit der Lok entsprechend anpassen. Das würden wir jetzt heute aber nicht tun. Das wäre jetzt zu viel des Guten, denke ich. Heißt also, das nächste, was jetzt ansteht, ist, dass wir den Vectron jetzt auf der Anlage Probe fahren. Und dafür muss ich nochmal die Kameraeinstellung ein klein wenig ändern. So, Lok läuft, haben wir gerade bei der Probefahrt gesehen, alles gut, ein paar Restarbeiten sind noch zu machen, ein paar Funktionen noch nachzuführen, alles gut, vielleicht auch die Geschwindigkeit noch anzupassen, müssen wir alles nochmal prüfen, aber grundsätzlich hat das funktioniert und das war's, was ich eigentlich mit euch heute machen wollte. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr weiter auch auf dem Laufenden bleiben wollt, was wir hier sonst noch alles posten auf dem Kanal rund um unsere Modelleisenbahn, dann drückt Abo oder nehmt ein Abo, drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert. Ansonsten würden wir uns gerne freuen, euch wiederzusehen auf TLM Thorsten und Linus Modellbahn. Bis dahin. Ciao.